Hallo und willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video. Heute soll sich alles um die Gala-Pokémon drehen, die ja aktuell während des Events aus 7 Kilometer Eiern schlüpfen können. Niantic hat auch schon angekündigt, dass die nach dem Event zusammen mit den Alola-Pokémon drin bleiben werden in den 7 Eiern. Das ist natürlich sehr schön. Wild kann man aktuell nur Gala-Flunschlick fangen. Und ja, ich zeige euch noch kurz die Quest von der Champ-Herausforderung, dass ich da das Gala-Mauzi gefangen habe, weil ich bin von den Aufgaben erst bei 1 von 5. Ihr könnt ja gerne auch mal reinschreiben, wie es bei euch gelaufen ist. Und ja, mich hält am meisten halt auf. Mache 15 Raids, mache 15 Eier, die du ausbrüten musst. Habe ich natürlich jetzt durch dieses Video gemacht, aber die Raids halten halt auf. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, wie weit ihr seid. Und hier konnte man einen Molimurba fangen, weil es soll sich eigentlich so um Gala-Pokémon drehen, diese Aufgabe, und halt auch um Pokémon aus einer Region, die kommen ja auch häufiger. Deswegen seht ihr nicht nur die Gala-Pokémon, die ich gefangen habe in diesem Video oder gebrütet habe, sondern ihr seht auch noch ein Shiny, was ich endlich bekommen habe. Genau, das habe ich ja lange gejagt, aber zuvor zeige ich euch Gala-Flunschlick, wie ich das fange. Das kommt ja jetzt häufiger in der Wildnis. Und ja, wir haben ja erst vor kurzem die Einführung von den normalen Flunschlick gehabt. Das heißt, ziemlich kurz hintereinander, aber ja, ich feiere das Gala-Flunschlick von den Gala-Pokémon, neben natürlich Gala-Zickzacks. Und ja, das wollte ich euch auch zeigen, wie ich das einmal fange. Hab's auch einmal gebrütet. Und dann zeige ich, bevor ich zu den Eiern komme, euch noch mein Shiny, was ich endlich bekommen habe. Yogglef. Leider keine gute Bewertung, das kann ich ja schon mal vorweg sagen. Aber es kommt jetzt ziemlich häufig. Erstens, weil das Event geboostet ist, weil es aus einer Region kommt. Und zweitens, wegen dem Wetter, weil normale Pokémon im ziemlich häufig jetzt bei mir geboostet sind. Und ja, das habe ich jahrelang gefühlt gejagt und jetzt endlich bekommen. Leider, wie gesagt, keine gute IV, aber vielleicht kriege ich ja noch eins. Und dann kommen wir zu den Eiern. Die Reihenfolge ist nicht so, wie sie geschlüpft sind, sondern ich habe sie nach Kilometern sortiert. Das heißt, erst die ganzen Zweier-Eier, denn ich habe die erstmal alle weggebrütet, damit ich die weg habe, und habe dann immer wieder 7 Kilometer Eier nachgelegt, wenn ich die Möglichkeit hatte, durch Geschenke. Und dann habe ich natürlich die 7er in die nicht unendlichen Brutmaschinen getan und die 2er in die unendliche, damit ich da keine Verschwendung habe. Nur die 2er Eier sind jetzt nicht so spektakulär. Wie gesagt, ihr seht es ja hier schon. Philu, Yorklef, Nagelotz und sowas drin. Kapador auch. Sind ja so Pokémon, die man jetzt nicht unbedingt haben muss. Ich habe ja jede Menge Bonbons. Und die anderen kriegt man auch so wild wie Philu, Nagelotz und so. Das einzige Gute sind halt die Starter, weil man die ja vielleicht als Neuling noch nicht hat, aber für die Pokémon will ich keine 2 Kilometer laufen, damit die aus dem Ei kommen. Zum Glück sind sie ja aktuell nur 1 Kilometer wegen der halben Distanz. Es waren insgesamt 7 Zweier, die ich gebrütet habe. Ich habe aber immer noch Zweier, und ja, dann habe ich halt auch noch einen Zehner für euch. Das kommt natürlich am Ende. Fünfer habe ich noch und dann die ganzen Siebener. Dazu sage ich aber später noch, was ich daran schlecht finde. Und ja, ich glaube auch 3 Fünfer. Weil, wie gesagt, ich konnte halt nicht immer Geschenke öffnen, dass dann immer passend ein Ei drin war. Deswegen habe ich halt versucht, erst die 2er wegzukriegen, 7er zu holen, reinzupacken. Und wenn ich dann wieder einen Eiplatz frei hatte, hat sich auch manchmal ein 5er-Ei dazwischen geschlichen. Müssen wir mitleben. Deswegen bunte Mischung an Eiern. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr schon was Gutes gebrütet habt. Ihr seht ja hier, bis auf die Starter, wie gesagt, haben mich die jetzt nicht so begeistert, die Eier. Und die 5er-Eier sind jetzt auch nicht so die krassesten. Also viele regionale Pokémon drin, die ich halt auch so fangen kann in der Wildnis, bis auf Pantymie. Klar, weil der kommt ja nur aus dem Ei, weil es ein Baby-Pokémon ist. Aber jetzt zum Beispiel Volbeat oder so. Ja, das ist jetzt halt nichts Spektakuläres. Sichlor ist okay. Kann man mit leben. War ja auch damals in den 10ern drin. Also von daher ist das in Ordnung. Und dann, wie gesagt, ich habe es schon vorweggenommen. Es war ein Volbeat, genau. Ihr könnt ja auch, wie gesagt, reinschreiben, wie es bei euch gelaufen ist. Würde mich natürlich interessieren. Und jetzt kommen wir natürlich zu den 7er-Eiern. Und was ich dran negativ finde, ist, dass da jetzt auch die normalen Formen der Pokémon drin sind. Das heißt, Zickzacks, was man ziemlich häufig in der Wildnis bekommt. Normalerweise in so einem 7-Kilometer-Ei. Zum Glück muss man keine 7 Kilometer laufen. Nur die Hälfte. Und ja, das ist trotzdem ärgerlich, dann sowas zu ziehen. Ich meine, die will man ja haben mit guter IV, weil sie gerade aktuell neu im Spiel sind. Hat leider nicht ganz geklappt. Ich hätte euch nämlich gerne auch die Entwicklung gezeigt, aber ich werde nur mit guter IV entwickeln. Das heißt, ich werde natürlich nach diesem Video weiter die 7er Eier brüten, bis wir umfallen. Und dann hoffen, dass ich da ein paar gute bekomme und dass ich die noch im Video zeigen kann. Aber ich wollte jetzt einmal, weil das Event ja vorbei ist,
Beziehungsweise es läuft noch bis Ende des Tages, wenn ihr dieses Video seht, da wird nichts mehr von mir kommen. Deswegen wollte ich mal schon mal meine Ausbeute zeigen. Und ja, Gala-Zickzacks bekommen leider keine gute TV. Gibt es aber noch einmal eine Quest, das heißt, da habe ich auch noch mal die Hoffnung, ein gutes zu bekommen, wenn ich halt die Raids erledigt habe. Und wie gesagt, schreibt gerne mal rein, wie weit ihr seid. Seid ihr schon fertig? Ich muss halt noch 12 Raids machen. Und ja, da lassen wir halt Zeit, da hetze ich mich jetzt nicht. Und dann schauen wir mal. Sind nicht mehr viele Eier. Leider kein gutes Zickzacks dabei gewesen, halt auch paar Mal das normale, das Gala-Zickzacks, wie gesagt. Und ja, wie gesagt, die Reihenfolge war nicht so, wie es ist. Das habe ich ja schon erledigt mit den 15 Mal die Eier ausbrüten. Das heißt, da ist es auch fertig. Dazu seht ihr aber auch dann alles im Video. Und noch ein Gala-Flunschlick ausgebrütet. Und dann, ja, das typische Pokémon, was immer in den Zehnern drin ist. Und das ist ein Bashwa. Und damit verabschiede ich mich von euch. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wie gesagt, das ist das typische 10er Pokémon, was bei mir rauskommt. Und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.